Willkommen zurück! Und ich will unbedingt ausprobieren, ob unser Wunderheiler was verspricht. Oh, jetzt sind sie abgehauen. Haben sie Angst gekriegt? Das ist aber immer nur so. Ganz schön aufpassen hier. Die haben sich nur versteckt. Die kommen wieder. Die haben sich nur versteckt. Aber im Moment keiner zu sehen. Schade. Ich dachte schon, ich könnte ein bisschen... Was ich aber machen werde... läuft der... Ach ja, guck mal, der läuft da jetzt mit über. Ich werde einen Kräuterarzt einstellen. Damit wir gleich nochmal einen haben, den wir... den wir zum, sag schnell, noch einen zweiten dabei. Weil einer ist, glaube ich, ein bisschen doch zu wenig. Eben Level 2 hochgehen lassen und dann... Dann kriegen wir es hin. So. Kann er denn jetzt langsam hier so eine Vase machen? Er war das, ne? Upsala. Immer noch nicht. Töpferstufe 6. Ja. Dann war der Schreiner, der musste noch irgendwas machen. Den brauchen wir auch. Auf Stufe 5 mindestens. Und für die Bögen auf Stufe 6. Also ist das jetzt ein bisschen doof. Lehmhäuser? Ja. Da stehen Teddybären, ne? Da stehen Flitzebogen. Teddybären können weg. Da stehen die vier Fenster. Sehr gut, sehr gut. Die vier Fenster sind da. Wir kriegen auch Samen, ne? Hatten wir, glaube ich. Lass mal eben gucken, ob wir den pflanzen können. 12. Brauchst mal Seidenpflanzensamen. Ne, die können wir nur hin und her schieben, die Kiste. Das heißt... Wieso haben wir da überall Bäume? Kann ich nicht gebrauchen. Felder. Kann ich da... Haben wir die jetzt hier in der Liste? Nee. Goldener Kürbis, Akazienschmuck, Mais, Kaktusblüte, Kartebrachen. Nee. Können wir nicht verwenden. Wie kann ich die verwenden? Wie kann ich die Seidenblümchen verwenden? Die Samen? Das ist eine Frage, ne? Den? Dahin? Wie kann ich die Samen verwenden? Verwenden. Ah, verwenden. Ah! Jetzt nicht. Jetzt bin ich gerade hier am gucken, wie das funktioniert. Na, halt, stopp. Hallo. So, kann ich sie jetzt verwenden? Seidenpflanzen. Ach, das sind die! Das sind diese hier. Wilde Seidenpflanze. Waren da nicht irgendwie Sonnenblumensamen? Waren das Seiden? Ja. Wow. 15 Eier. Nehmen wir alle. Komm, Sperrips. Hähnchen. Alles, jawohl. Das ist doch mal... Jetzt gibt's Fresserchen. Jetzt gibt's lecker Fresserchen. Oh.
Freunde, da werdet ihr euch freuen. Ja. Geröstetes Hammelfleisch. Hähnchen. Flaches Brot. Bauernbrot. Da noch irgendwas, ne? Maisbrot. Müssen wir Eier für haben. Da müssen wir Mehl für haben. Warum haben wir kein Mehl? Ja, der macht das eigentlich. Mehl, wir müssen mal. Achso, Mehl. Bisschen Mehl machen lassen. Komm. Sack mit Mehl. Wie nicht erfüllt. Ressourcen. Habe ich nicht. Oh. Was brauche ich denn da? Bräuchte ich denn da? Was ist das? Weizenballen. Ach, Weizen muss ich haben. Okay. Ist natürlich jetzt ärgerlich. Ach, guck mal da jetzt hier. Hä? Schmacko Fazzo. Ja. Gott sei Dank, endlich. Los, jetzt aber voran, Freunde. Mach die mal so anständig. Jetzt zeig dir doch mal, wo der Hammer hängt hier. Doch ich nochmal. Oh, der bringt was, ne? Wo willst du denn hin? Ist ja immer noch nicht gemeint. Haut den doch da oben hin. Das gehört doch gar nicht da. So unglaublich hier. Na also. Wird doch Zeit. Thank you.
Ja, der Feigling, hä? Na also, klappt doch. Die blüht sogar, die Kaktuspflanze. Hier irgendwo was versteckt? Ja. Hä? Da war eine Wolke wohl. Ihr werdet den doch klein kriegen, da, das kann das doch nicht sein, ey. Aber ist ein Level 5 Bogenschütze oder so. Ja. Ja, jetzt bist du gleich an der Mann. Jetzt ist es gleich vorbei mit dir. So, nun. Werden erstmal alle geheilt. So muss das sein. Ja, das dauert mir zu lange. Ihr seid mir zu weit von der Stadt entfernt. Macht das hier. Kannst du unterwegs machen. Hat doch geklappt. Habe ich überhaupt meine Uhr an? Also gut, wir brauchen noch einen zweiten. Gut, dass ich jetzt noch einen zweiten Herbalist eingestellt habe. War natürlich wieder mal ganz perfekt. Oh, der arme Kerl. Was ist hier los? Ihr dürft alle wieder essen gehen. Sogar Kaninchen hat sich versteckt. Habt ihr gesehen? Ja. Jetzt zeige ich mit dem Finger auf den Monitor. Da, Kaninchen hat sich hier hinten versteckt. Jetzt, wo ich eingestellt habe, kommt schnell raus und holt sich was zu essen. So, ich glaube da... Hä? Da muss eine Tür repariert werden. Dachte ich schon die ganze Zeit, wer ist das denn? Aber die rennt jetzt die ganze Zeit da hin und her, um geheilt zu werden. Okay. Von mir aus, wenn es schön macht. So. Dann haben wir ja... Oh! Ich würde sagen, den muss man retten. Ich hoffe, hier ist gerade nichts im Weg, was die Rettung behindern könnte. Es ist so, geht das.
Dann nehmen die den auf. Und ab. Haben wir da Verteidigung plus 20. Du bist ja ganz schön am Arsch der Welt, hä? Das gefällt mir gar nicht. Naja, gut, komm. Goldbarren kann man immer nehmen. Jetzt hör doch mal auf. Die wollen doch essen. Die haben Hunger. Jetzt hat er auch Hunger. Jo, der kommt auf die Krankenstation. Wunderbar. Ja, alle wieder geheilt. Ja, cool. Sehr schön. Den habe ich jetzt gebraucht. Ich weiß nicht warum. Nein, klingt nicht gut. Weil ich habe schon Stahlhelm. Ich muss jetzt langsam mal gucken. So. Wie wir hier mal langsam auf den auf dieses Schwertchen kommen. Zweihandschwert. Verdoppeln sich die Hände, verdoppeln sich die Probleme. Guter Spruch. Gut zu merken. Und Silberhelm. Silberrüstung. Stahlhelm. Stahlschild. Voller Kettenpanzer. Hat 7, 6, 5. Was haben wir hier? 9. Silberkettenrüstung, 9. Silberhelm 6, 5. Wow. Wow. 4. Eisenrüstung 6. 7. Ja. Also, dauert noch ein bisschen. Was ist das? Hallo? Ah, Mensch. Es sieht aus, hätten wir 4 Viertel den gefragt, hat eben noch. Ich würde 3 Sonnenblumen Austausch geben. Klingt das immer noch gut? Akzeptieren. Ich weiß zwar nicht, für was ich die Sonnenblumen brauche, aber. Haben oder nicht haben? Sonnenblumen, kann ich die verwenden? Ja, setz sie mal ab, damit ich die mal anklicken kann. Ja, toll. Hallo, Sonnenblume? Hallo? Da ist die dritte. Mehr kann ich damit nicht machen? Also eigentlich kein Wert.
Wie sehen wir denn baumäßig aus? Haben wir denn noch Bäume zum Pflanzen? Den haben wir doch. Bäume haben wir zum Pflanzen. Das war der Stuhl, ne? Hier war das. Zwölf. Ja komm, dann machen wir unseren Wald komplett hier. Kommen da auch noch welche hin? Nö. Wo können wir denn noch welche hinpflanzen? Ich habe ja eigentlich alles mit voll. Ach, guck hier. Ach ja, ist das schön. Alles funktioniert, alles läuft. Cool. Ganz cool. Die verschiedenen Lichter finde ich schön. Einmal dieses rötliche und einmal dieses mehr gelbliche. Da fehlt noch eine Lampe. Die brennen auch alle. Ja, sehr schön. Man könnte jetzt sogar Wege bauen, ne? Ich glaube zwar nicht, dass die benutzen, aber... wäre ja eine Möglichkeit. Der Töpfer. Ja. Wenn wir jetzt noch eine Lehmhütte bauen... hätten wir noch die Möglichkeit, die Schmiede, Gemeinschaftsküche, Kräuterarzt, kleines Lehmhaus, Weberhütte, Töpferwerkstatt, Maurerwerkstatt. Lehmhaus für zwei. Ja, komm, bauen. Das ist doch Blödsinn. Hä? So muss das doch sein. So, dann hat nämlich der Herr Lehmklumpenbauer was zu tun. Mal da unten, da ist alles voll hier. Spare Ribs und... gebraten, groß. Ja, das muss gebraten werden. Unsere Köchin hat da alle Hände voll zu tun, glaube ich. Momentan. Oh, das war jetzt ein bisschen doof. Genau davor. Passt das überhaupt? Ja, ne? Ja, ja, wenn das Haus fertig ist, dann sieht die Sache anders aus, ne? Oh, der muss auch erstmal ein bisschen
Lehmen. Das können sie so nach und nach langsam bauen. Das muss jetzt nicht schnell gehen. Wird wahrscheinlich auch nicht schnell gehen. Dass der alles das gemacht hat, was die brauchen. Brauchen ja Lebensziegel und also Kram. Das können die so Stück für Stück nach und nach sich zusammenbasteln. So, wie sieht das denn aus mit unserem Silber? Das ist doch Silber hier, ne? Silberbarren, sag ich doch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eigentlich alle da, ne? Da haben wir noch zwei Schwerter. So, drei Schwerter. Die helle Keule. Da hat noch einer keinen Helm. Warum trägt er keinen Helm? Aber der hatte vorher schon keinen Helm an, ne? Ach, bin auch doof. Das ist doch unser Rettungsassistent. 3, 6, einer fehlt. Hm, ja, einer ist ja noch leicht lädiert, genau. Wo steckt der Bursche denn? Nö, nirgendwo. Also ich sehe jetzt keinen hier irgendwo rumliegen, pinnen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr seltsam. Ja, das Ding muss ich noch bauen. Ich weiß nicht wie, aber ich muss es noch bauen. Auf was wartet ihr? Achso. Quatsch. Aha, C. Ist das Menü. Aber drei Arbeiter, vier Arbeiter. Ansonsten ist alles beschäftigt. Level 3, Auszubildender, okay. Gut, wenn wir das Haus gebaut haben, dürfte das auch so weit sein, dass wir... Ne? Die Teddys kann ich auch verkaufen. Jo, und alle wieder auf das... Alle wie die Geier. Wie gerufen, oder? Zapfer Level 6. Das heißt... einen platzierten Töpferofen. Ungebrannte Lehmvase. Da müssen wir eine von haben. Gut. Ach nee, dann lassen sie sich schon wieder heilen. Was ist jetzt schon wieder passiert? Ach, das ist der eine. Der ist wieder auferstanden. Der wird jetzt geheilt, bis er geheilt ist. Ja, das ist ein bisschen... Ja, ein bisschen nachteilig. Der sollte das so nebenbei machen und nicht immer das alle hin und her rennen. Bisschen blöd jetzt, finde ich. So, Spare Ribs. Ach, da ist ja jemand am Spare Ribs kochen. Guck mal.
Fahr mal Gems Vorräte. Schauen wir dann aus. 16 Eier. So, jetzt kann ich auch Mehl machen. Jetzt kann ich auch diesen Kuchen machen, ne? Oder muss ich da extra für Mehl machen? Diesen Kuchen, ja. 0 von 1. So. Ich stell mal einen her. So. Priorität. Ganz nach oben. Ja, oben habe ich gesagt. Eine Mehlung machen. Mach mal einmal Mehl. Komm. Genau, geht futtern. Oder sowas. Okay, Bäume haben wir satt. Ich stelle mal die Felder hier ab. Nein, nicht löschen. Ach. Okay. Brach. Okay. Heißt, nach dem letzten, nächste Ernte sind die dann nicht mehr, wie heißt es? Am Fenster und so was machen. Mehl, haben wir schon Mehl? Hast du schon Mehl gemacht? Also. Zehn Kuchen. Dann hört auf, euch jetzt zu beschweren. Genau. Dich müssen wir mal gucken, dass du mal eben schnell diese komische Vase machst. Wo ist die Vase? Also, die kommt jetzt nach oben. Zack. So, das heißt, er macht jetzt noch einmal Steine. Dann haben wir alle Steine da. Und dann macht er diese Vase. Offen. Wo rennst du hin? Ach, pennen. Na gut, dann geh du mal schlafen. Also dieses Monument machen wir noch fertig. So lange lasse ich die Aufnahme jetzt laufen. Da sind sie auch noch schwer am Basteln, da kann man noch ein bisschen zugucken. Es läuft hier wie Sau, ne? Ah, da hat er die Vase fertig. Gucke da! Ja, gucke da! Okay, damit können wir dann auch eine Verzierte machen. Nein. So. Das sieht so gut aus, das sieht so gut aus. Wir sind ja klasse. First Class. Koch, Level 6, höchste Level, Wahnsinn. Also manchmal läuft das, ne? Auch
auch wenn man nicht will. Irgendwie klappt das. Guck mal da, das ist auch schon alles fertig. Wir können alle Gerüste abräumen. So, die Vase. Wo ist die Vase? Hat er mitgenommen. Dann dürften wir eigentlich alles haben für dieses Monument der Gesellschaft, oder wie heißt das? Nö. Der Handelsgesellschaft. Geht das pennen? Ist das diese verzierte Vase? Wo willst du damit hin? Ach so, da hinstellen. Dürfte die sein, ne? Das ist was anderes. Ein Zinnbarren oder so. Ja, mal Kontrolle machen. So, ah, die wird jetzt noch hergestellt. Die ist jetzt dran. Gut. Heul doch nicht rum. Allen geht's gut? Soweit, ja. Schmeiß einer die ganzen Koteletts durch die Gegend. Ja, du mit deiner Vase. Ich gucke jetzt erstmal nach die Vase, das ist mir wichtiger. Da drüben sind wir auch noch nicht fertig. Da sind noch keine Fenster drin, keine Türen drin. Da ist sie! Da ist sie! So, und jetzt können wir auch ihn machen. Was fehlt noch? Die Vase. Ne, die ist doch da. Die Vase ist da! So, jetzt aber. Mann. Jawohl. Dann machen wir erst alles andere. Oh. Ende. Okay. Gut. Hör mal auf zu piepen hier. Das Piepen heißt Ende der Folge, Ende der Aufnahme, Ende der ganzen Sache. Okay. In der nächsten Folge schauen wir uns mal an. Ja, da muss das Haus fertiggestellt werden. Dieses Monument muss fertiggestellt werden. Das machen wir jetzt. Das ist mir jetzt so wurscht. Ich will das als erstes haben. So. Nein. So. Du hast Vorrat. Das wird jetzt gebaut. Und das gucken wir uns an. Und dann stellen wir es auf. Was macht er denn jetzt? Oh, jetzt sammelt aber. Ist aber schwer am Sammeln jetzt hier. Holz noch. Nee, was anderes. Kohle. Und noch von dem was. Die Kiste, genau. Und der Teppich. Und die Vase. Und jetzt geht's los, Freunde. Jetzt geht die Post ab hier. Den will ich noch sehen, was passiert, wenn er fertig ist. Und wie lange der braucht, vor allen Dingen. Wenn er das fertig vertöpfert hat. Ja, da kann warten. Das Haus wird auch von alleine fertig. Die Schilder fehlen noch überall, ne? Die können wir auch noch machen.
gespannt in den Ofen. Was passiert als nächstes? Meine Lampe brennt. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Haha. Da ist er. Und zack. Und wo stellt man den hin? Wie groß ist der überhaupt? Wow. Hier hin? Nö, ne? Da kommt der nicht zur Geltung. Den setzt mal hier unten an dem Ofen. Hier so mittendrin so. Plopp. Jo, los, aufstellen. Zack, zack. Hallo. Was eine beachtliche Armee. Tada! Er steht. So, überprüfe Anforderungen. Aha. Achso, ich brauche nur einen. Die anderen brauche ich nicht. Okay, zurück. Herzlichen Glückwunsch, nur der Satz. Deine Stadt ist berechtigt, offiziell als eine Gemeinde anerkannt zu werden. Ich habe, wie es üblich ist, Baustoffe, Handelsabkommen mitgebracht. So, Tier. Zwei Gebäudevorlagen. Da gucken wir mal rein, ne? Nebenhaus für zwei. Oh. Weberhütte, Töpferwerkstatt, Maurerwerkstatt. Haben wir die oben? Wüstenhütte. Ingenieurs, kleiner roter Hut. Kleiner roter Hut. Reiher Schatten. Wow. Rotes Lehmhaus. Wow. Ingenieurswerkstatt. Ah, da haben wir schon. Wüstenhütte. Das ist ja mal ein Palast. Die Schmiede. Lehmspeisesaal. Lehmhaus für zwei. Gemeinschaftsküche. Ja gut, die haben wir ja. Kräuterarztlabor. Kleines Lehmhaus. Was ist das? Maurerwerkstatt. Töpferwerkstatt. Weberhütte. Individuelle haben wir nicht, ne? Wow. Den Palast, den bauen wir uns gleich irgendwo hin. Ja, guck mal. Oh. Na hier. Kopfsteinzauntor. Holzschild. Mit der Markierung des Koches. Weberschild. Tschüss. Nun denn, so nah ist denn. Wir haben so richtig was geschafft. Mein lieber Herr Gesangsverein. Und damit verabschiede ich mich euch von euch. Damit verabschiede ich mich von euch. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Ja, mal so in voller Pracht. Ja, sieht doch schön aus. Da haben wir doch mal was geschaffen. Ja, wir sind einfach nur gut. Und die Sonnenblumen gefallen mir hier nicht. Das muss ich noch umbauen. Die mache ich hier. Na. Eine da. So. Eine da. Und die dritte machen wir hier. Ja, die machen wir hier hin.
Hier so hin. Ach, noch gedreht. So. Jan sieht das auch richtig schön aus hier. Wie bei Mama zu Hause. Was kann uns jetzt noch passieren? Außer, dass die bösen Feinde kommen. Auch weit und breit keine Feinde, ne? So gehört sich das. Gut, dann werden wir mal hier ausblenden. Eben warten, bis alles geleuchtet angeht. Ja, wunderbar. Guck mal. Das sieht doch so toll aus. Hm? Mit diesen Bildern verabschiede ich mich von euch. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr bisher dabei gewesen seid. Sehr nett. Toll. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Und dann werden wir mal gucken, dieses wahnsinns große Gebäude. Das stellen wir dann hier hin irgendwo. Hier würde ich sagen, ne? Hier passt das schön hin. Und dann haben wir alles im Weg hier. Aber was soll's. Es gibt Schlimmeres. Nämlich Leute, die ständig angreifen. Also bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns wieder. Tschüss.